So, Kinder, reden wir jetzt mal Tacheles über das aktuelle Update. Gestern habe ich ja über das gesprochen, was letztendlich kam, also das bewertet, was dann schlussendlich da war, dieser BR-Modus, der mir sehr gut gefallen hat. Aber wie das Update jetzt in Bezug auf die Wünsche und Gedanken der Spielerschaft und Fans und so weiter eingeschlagen hat, habe ich mich jetzt noch nicht geäußert. Und das werde ich jetzt machen. Einige von euch haben ja schon danach gefragt. Und hier kommt es. So als winziges Vorwort sei einfach nochmal gesagt, das, was gekommen ist, also dieser Battle-Royale-Modus, gefällt mir gut. Also ich finde ihn gut umgesetzt. Ich habe ihn, ich glaube, circa 3 Stunden gespielt. Dabei ziemlich viele Aufnahmen für euch gemacht, unter anderem eben auch die Aufnahmen, die ihr hier im Hintergrund seht. Das sind die Aufnahmen, die ich mit Wallen zusammen gemacht habe. Und alleine habe ich auch einige Zeit lang gespielt und für mich gab es da keine Probleme. Das Ding ist stabil gelaufen und hat wirklich Spaß gemacht. Soweit zu den positiven Dingen. Was hat das Update jetzt wirklich getan? Also, wie hat es sich geschlagen hinsichtlich der Wünsche und so weiter? Es war jetzt nicht so schlimm wie gar nichts, aber schon ein Schlag. Also vor allem der Fakt, dass das Spiel jetzt kostenlos ist. Es war ja schon fast unangenehm, als man gesehen hat, dass es da ist, das Update. Man lädt es runter und denkt sich, oh, was kommt jetzt? Liest den Changelog und liest halt das, was da stand. Die ganzen Sachen, die sich gewünscht wurden, also 128 Tick, eine neue Operation, wobei ich die Operation jetzt an sich fast, ich würde sagen, das ist jetzt nicht so tragisch, weil Battle Royale Modus oder eine Operation, ich meine, die Abwechslung ist bei beidem gegeben, da würde ich fast sogar sagen, komm, drücken wir halt ein Auge zu. Battle Royale ist jetzt halt da, das geht ja auch noch, ist ja annehmbar oder hinnehmbar. Die 128 Tick Geschichte wurde aber gar nicht angegangen und was aber, glaube ich, für die meisten am schlimmsten ist, ist, dass der Fakt, dass man sich ja schon seit Ewigkeit wünscht, dass irgendwas gegen die Cheater gemacht wird oder dass mehr gegen die Cheater gemacht wird, dass wir da jetzt so hängen gelassen wurden. Als Randnotiz wissen wir natürlich nicht, was im Hintergrund alles läuft, inwiefern, wie stark, woran gearbeitet wird im Moment, wie weit Wagnet am Laufen ist. Ja, diese Deep Learning Geschichte ist eine Sache, die wirklich ewig braucht, also Jahre, um richtig zu funktionieren. Also da kann man gar nicht großartig viel dran ändern, das braucht halt einfach seine Zeit. Aber es hätte ja noch x andere Dinge gegeben, wie man diese Cheater-Geschichte hätte verbessern können. Ja. Viele haben ja nach Aktualisierung von WAG gesprochen und so weiter und so fort oder eben nach diesem WAG-Net. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten wie nochmal verbesserte Prime-Geschichte beziehungsweise die Überarbeitung oder Weiterbearbeitung des Trust-Faktors und so weiter und so fort. In die Richtung hätte man ja auch arbeiten können. Ist ja an sich eigentlich erstmal offen, wie man das Cheat-Problem angeht, solange man es angeht. Aber man hat diesbezüglich scheinbar nichts gemacht beziehungsweise nichts öffentlich gemacht und hat noch und das ist wirklich ein großes Ärgernis, das Spiel zu allem Übel komplett kostenlos gemacht. Und noch im Nachhinein alle Accounts, also wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe mir gestern Nacht schlaftrunken diesen Changelog durchgelesen, alle bisherigen Accounts, die schon bestanden, geprimed. Das heißt, alle Accounts, die es schon gab, die noch keinen Prime hatten und möglicherweise Cheatern gehören, sind jetzt geprimed. Das heißt, das Einzige, was einen noch schützt, ist der Trust-Faktor, der, um es nett auszudrücken, nicht perfekt funktioniert. Das ist schon wirklich hart. Unter anderem kann man Prime jetzt ja auch nicht mehr nur freispielen, wenn man das so nennen kann. Man musste ja bis Level 21 kommen, also Level 21 in CSGO, und musste dann ein Handy mit dem Spiel verbinden und dann hatte man Prime. Sondern jetzt kann man Prime auch einfach kaufen. Ich weiß nicht, wie viel Prime kostet. Darum kann ich mich jetzt speziell über diesen Fakt noch nicht so richtig arg beschweren. Erst wenn ich erfahre, dass es nur 1 Euro kostet oder sowas, ist es wirklich, wenn jetzt Prime 50 Euro kosten würde, ja gut, okay, dann, warum nicht? Aber ich nehme nicht an, dass es 50 Euro kostet. Um an diesem Cheater-Problem zu arbeiten, kann man ja, wie ich es eben auch schon erwähnt habe, an vielen Reglern drehen. Unter anderem eben auch, indem man Prime sehr teuer macht oder eben auch das Spiel sehr teuer macht, wobei es jetzt ja kostenlos ist, was irgendwie ein Mindfuck ist, hoch 10. Man könnte, wie gesagt, auch am Trust-Faktor verstärkt arbeiten. Ihr müsst wissen, dass für mich diese ganze Cheater-Geschichte wirklich überhaupt gar kein Problem ist, weil ich nie mit Cheatern zu tun habe. Vielleicht bin ich da auch einfach etwas verwöhnt, weil ich halt einen extrem fetten Steam-Account habe. Also Trust-Faktor-mäßig, also so gut wie niemand, also vor allem kein Cheater an mich rankommt und ich somit eben auch keine Cheater-Games habe. Aus meiner Warte gesehen ist es und war das auch nie ein großes Problem. Ich glaube, ich habe jetzt 400 Matchmaking-Spiele oder 500 oder 700 oder 1000. Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was? Ich gucke jetzt nach eine Sekunde. Ja, ich mach grad CSGO an. Wartet mal. Komm schon, Counter-Stricken, geh an. Hopp. Ach ja, und wisst ihr, was mir auch noch auf den Sack geht? So mal ganz nebenbei. Dieser verkackte WAG-Error. Ich weiß nicht, ob der bei euch auch wieder aktuell ist. Der war ja irgendwie vor einem Jahr, glaube ich, aktuell. Da hatten voll viele diesen WAG-Error, dass man dann nicht, ihr wisst schon, man konnte nicht spielen, weil WAG die Session nicht verifizieren konnte. Da hätte man vielleicht auch nochmal ganz kurz überprüfen können, ob sie da nicht vielleicht irgendwas...
Aber was ist denn hier? Es ist ein Update. Bei CSGO, what the fuck? Na also, das Mag-Update. Keine Ahnung, was da jetzt gerade geupdatet wird. Ich lese direkt mal rein. Ich habe übrigens gerade keine Facecam an, weil ich komplett tot aussehe. Ich habe ja bis heute Nacht um 5 am PC gesessen. Und ja, um 7 musste ich dann wieder raus. Das heißt, ich bin ganz schön gedödelt. Heute Morgen ist dann auch mein Auto einfach stehen geblieben. Warum auch nicht? Ja gut. Ewig lang draußen rumgestanden. Lalala, juhu. Ich habe jetzt bei CSGO 522 Wins. Ich weiß nicht, wie viele Spiele insgesamt. Ich nehme an, wahrscheinlich Minimum 1000. Weil ich sehr oft verliere. Und ja, ich weiß, die einen sagen, ja, du kannst ja nicht wissen, ob es ein Cheater ist. Ihr kennt doch diese Momente, wenn ihr richtig abgefuckt seid und man sich denkt, was macht dieser Cheater in dieser Lobby? Solche Momente hatte ich nie, noch nie. Also zumindest nicht im Solo-Queue. Ich habe schon gegen Cheater gespielt, ganz klar. Vor allem auf meinem zweiten Account. Wenn wir da Low Trust irgendwo spielen und die roten Nachrichten nur so reinklatschen. Bam, bam, bam. Achtung, dein Spiel wird wahrscheinlich komplett zerfickt sein, weil der und derjenige roter Trust ist und ich selbst auf meinem zweiten Account wahrscheinlich einen Low Trust habe. Ja, also ich weiß, wie es ist, gegen Cheater zu spielen. Vielleicht hatte ich ja mal einen Wallhacker dabei, den ich nicht mitbekommen habe. Also, wenn ich jemanden dabei hatte, wenn es denn wirklich so war, dann war es so dezent, dass es mir nicht aufgefallen ist. Das heißt, in diesen 1000 oder, ich denke, ich habe öfter verloren wie gewonnen. Also sagen wir mal, in diesen 1500 Matchmaking-Spielen, Matchmaking wohlgemerkt, Wingman habe ich auch nochmal, ein paar hundert, glaube ich. Da hatte ich es Solo-Queue nie mit einem, ich sage es mal für alle, hinnehmbar, spürbaren Cheater zu tun. Nie. Und es kam mir auch direkt so vor, als wenn diese Spiele, in denen ich höchstwahrscheinliche Skill-Faker, also Smurfs oder wie auch immer, hatte, als hätten die noch sehr stark abgenommen, nachdem das Trust-System herauskam. Auch schon kurz davor kam es mir so vor, als wenn es direkt besser geworden wäre. Wer sich erinnert, also wer damals schon am Start war und meine Matchmaking-Videos gesehen hat, ich hatte kurz vor dem Trust-Update und vor allem auch danach richtig geile Teammates und auch sehr coole Gegner. Also es waren immer richtig schöne Spiele. Ich konnte mich nie beschweren von wegen, boah, der eine hustelt aber ganz schön rein oder so irgendwie so. Wisst ihr, ich meine? Es war immer super. Wie gesagt, mein ganzer Account ist halt auch einfach schon uralt, hat zigtausend Spiele, Stunden, Freunde, Artworks, Reviews, Guides und der ganze Scheiß, ja. In CSGO passen die Sets natürlich auch. Das heißt, ich werde halt nicht mit solchen Leuten zusammengewürfelt, außer irgendein Cheater erkauft sich so einen riesen Trust-Faktor, aber das ist sehr, 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 sehr teuer und kein Cheater gibt jetzt, um jetzt irgendeine Zahl zu nennen, 500 Euro aus, um gegen mich cheaten zu können. Um es zurückzurollen, komplett zurückzurollen. Oder Moment, falls ihr Fragen zum Trust-Faktor habt, ich habe den Trust-Faktor mal in einem früheren Video erklärt, ich werde es euch hier unten drunter verlinken, nur falls ihr euch fragt, was labert der mit Steam und sowas? Naja, auf jeden Fall haben sie in diese Richtung, also in diesen ganz, ganz großen Wunsch der Community, den Cheatern irgendwie den Krieg zu erklären, scheinbar nicht viel gemacht. Und das ist schon echt haarig. Also ich glaube, das ist so der Punkt, da regt sich die Community am meisten drüber auf. Es ist wirklich kein guter Zug, das Spiel einfach kostenlos zu machen und Prime kaufbar zu machen. Zumindest, wenn Prime günstig kaufbar ist. Der Gedanke dahinter ist natürlich klar und auch nachvollziehbar. Ja? Sie sagen sich, okay, gut, also wenn wir das Spiel kostenlos machen, dann können jetzt wirklich alle zugreifen, die jemals Counter-Strike haben wollten. Und wenn denen die Skins gefallen, dann machen sie da irgendwelche Einkäufe und wir verdienen halt Geld dann. Ich denke, aus Firmensicht ist dieser eine Punkt schon eine gute Entscheidung, aber der riesige Rattenschwanz, der da dranhängt mit den ganzen empörten Leuten, die abgefuckt sind von noch mehr Cheatern, also gerade in den unteren Elos und vor allem in den unteren Trust-Faktor-Rängen, jemand, der sich seinen allerersten Steam-Account macht und sich Counter-Strike kauft und mit 0 Stunden da reinhustelt, der wird komplett auseinandergerissen. Und das ist natürlich höchst feindlich des gesamten Spiels gegenüber. Und das heißt dann wiederum im Umkehrschluss ja eigentlich auch, dass die Einnahmen über alles andere auch wegbrechen. Weil ganz frische Anfänger sehr schnell wieder wegfallen, weil sie abgefuckt sind. Alte Hasen kommen jetzt doch nicht mehr zurück oder nicht mehr in diesen Mengen, wie es vielleicht geplant war, weil sie abgefuckt sind, weil jetzt nur Battle Royale kam und so weiter und so fort. In meinem gestrigen Video habe ich ja gesagt, dass es möglicherweise Teil 1 von der ganzen Update-Reihe ist. Ich kann mir vorstellen oder ich hoffe, ich appelliere an den Verstand von Valve. Ja, ich weiß, viele hat das abgefuckt, dass ich Valve sage. So hat man halt früher gesagt als Profi, wisst ihr, ich bin schon älter. Okay? Wir sagen nicht Volvo oder Valve oder Vivian oder sowas. Valve. Shabam. Ja, ich appelliere an deren Verstand. Bitte, macht noch irgendwas. Ja? Wenn jetzt noch ein Update kommen sollte mit 128 Tick und vielleicht nochmal einfach nur einen kleinen Changelog, wo sie einen aktuellen Stand angeben von der Wagnet-Geschichte oder auf irgendeine Art und Weise darauf eingehen, dass sie wirklich daran arbeiten. Ja? Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass sie da nichts machen. Ich kann mir es nicht vorstellen, weil ihre Gewinne auch davon abhängen. Gerade wenn das Spiel komplett kostenlos ist. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist komplett dirm.
man hat da ein echt schickes Spiel und lässt es einfach verkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen. Also, ich glaube, da kommt noch was. Beziehungsweise, ja doch, da kommt noch was. Ich hoffe noch dieses Jahr, aber vielleicht dann auch halt erst nächstes Jahr. Aber sie müssen den Schaden schon wirklich langsam angehen, bevor es halt zu stark wird. CSGO bröckelt seit 2,5 Jahren mittlerweile so Stück für Stück weg. Die Leute verschwinden. Und langsam aber sicher müsste man da was machen. Klar, diese Danger Zone ist wie gesagt eine nette Spielerei, es macht Spaß. Und obendrauf gelegt auf einen großen Update-Haufen hätte sich da wahrscheinlich überhaupt keiner beschwert. Um doch nochmal was Positives zu sagen, also für die Streams jetzt, wir zocken in den Streams ja immer zusammen, finde ich es wirklich nicht schlecht, weil wir eine weitere Möglichkeit haben, Abwechslung einzubauen und trotzdem in CSGO zu bleiben. Sonst war es ja immer nur Matchmaking oder Wingman. Ich meine, Arms Race und der ganze Schotter, das hat man jetzt ja nicht wirklich gespielt. Also vor allem nicht im Stream, mit euch, ne? Wenn ich mit euch was zusammen spielen möchte, dann gehen wir nicht auf den Deathmatch-Server und schlagen uns um, sondern da wollen wir Competition. Und da ist Danger Zone bestimmt eine coole Sache. Also gerade heute, beziehungsweise ich weiß nicht, wann das Video kommt, ich streame jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und gerade im nächsten Stream dann ist es bestimmt cool, wenn wir nach einem Matchmaking einfach mal eine Runde Danger Zone spielen. Da kann man zwar nur Dreierteams machen, das heißt, es können dann immer nur zwei Leute mitspielen, aber die Runden gehen ja auch recht fix. Das heißt, man könnte auch fast sagen, hey, dann scheiß drauf, dann rotieren wir jede Runde neu. Oder ich spiele mit zwei Leuten einfach drei Spiele und dann wieder durchrotieren. Wisst ihr, wie ich meine? Man muss jetzt gar nicht mehr auf PUBG oder Black Ops 4 oder Fortnite oder sonst was wechseln, wenn man Battle Royale spielen möchte, sondern man kann jetzt auch einfach eine gemütliche Runde BR in CSGO spielen. Das finde ich wirklich nicht schlecht. Aber wenn man diesen Riesenhaufen sieht, der jetzt im Vorfeld noch fehlt, das ist haarig, das ist wirklich haarig. Und ich bin jetzt ja eigentlich nur auf zwei Dinge eingegangen, und zwar auf die 128-Tick-Geschichte und sogar sehr stark eher auf die Cheater-Geschichte. Und ich glaube, das sind auch die größten Klumpen. Das ist einfach krass, dass da nicht reingewurschtelt wird. Also ich denke, dass diese Cheaterei oder Wack-Geschichte sogar viel, viel weiter vorne steht, wie jetzt diese 128-Tick. Das ist auch wieder so ein Punkt für mich, der, also für mich ist es vollkommen unnötig irgendwie. Ich spiele mit 64-Tick komplett zufrieden. Es müssen ja in diesem Matchmaking dann alle mit dem 64-Tick-Server spielen oder auf diesem Server spielen. Das heißt, wir haben alle den gleichen Nach- oder Vorteil. Ich habe schon auf 128 gespielt und ja, es ist, naja, aber ich brauche es jetzt nicht. Sicherlich fehlt mir da auch einfach der Wille dazu, irgendwie, ja, profimäßig was zu machen. Das war bei mir einfach vor 10 Jahren oder vor 11 oder vor 12 Jahren. Da war das bei mir sehr ausgeprägt bei Source, da habe ich richtig reingehämmert und da war ich auch in Ligen und hin und her. Da hätte ich bestimmt auch für diese 128 Tick gekämpft, aber mittlerweile bin ich ja nur noch so ein dreckiger Casual und mir reicht das so vollkommen aus. Und vor allem, wenn ich aufnehme, beziehungsweise vor allem, wenn ich streame, beim Aufnehmen ist scheißegal, aber wenn ich streame, dann belasten diese 128 Tick Server die Leitung natürlich noch mal ein bisschen krasser wie nur ein 64 Tick. Da habe ich dann nämlich Lags. Und wenn jetzt alle Server gewechselt werden würden, müsste ich ja erst noch meine Einstellung anpassen. Das wäre ein Krampf. Wir haben ja vor kurzem die erste Season in der 99 Damage Liga gespielt. Also unsere erste Season. Und in der Starter Division wohlgemerkt, wir sind jetzt ja nicht irgendwie ultra gut oder so. Aber ja, da habe ich beim Stream gemerkt, dass diese 128-Tick-Dinger schon mehr Leistung ziehen für die Leitung. Naja, eigentlich wollte ich viel mehr ansprechen, aber ich will das Video auch nicht in die Überlänge ziehen. Ich denke, das waren somit die krassesten Punkte. Schreibt gerne wieder, was ihr darüber denkt. Bitte wundert euch nicht, dass viele Kommentare noch unbeantwortet sind. Ihr wisst, beziehungsweise viele von euch wissen es vielleicht noch gar nicht, es kamen jetzt nämlich sehr, sehr viele neue Abonnenten dazu. Ich lese alle Kommentare und kommentiere auch alle Kommentare. Aber alleine auf dem Video von auf dem Video, wo ich das Update das erste Mal angesprochen habe, alleine da gab es über 100 Kommentare und ich hatte da noch bestimmt 100 offen von anderen Videos und muss noch so Stück für Stück nachkommen. Ja, ich habe gerade privat recht viel Stress und komme deswegen auch nicht richtig dazu, sofort zu kommentieren. Deswegen macht euch da keine Gedanken, ja. Ich freue mich extrem über die ganzen Kommentare, wirklich. Ich tausche mich sehr gern mit euch aus. Ich lese gern eure Meinung und schreibe dann auch meine Meinung, meinen Senf dazu. Und dann kommen wir auch manchmal ins Gespräch und diskutieren so ein bisschen hin und her. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das kommt bei dem, wo es noch fehlt, da kommt es noch, also die Antwort. Aber ja, im Moment ist gerade wieder viel los. Ich muss jetzt auch gleich wieder los. Ich kann das Video ja gar nicht fertig machen. Ich spreche gerade nur den Text ein. Ich muss dann gleich noch gucken, dass ich die Aufnahmen von Beryl und mir, dass ich die zusammenwurschtel, weil ich ja jetzt gleich los muss. Weihnachtsmarkt und hin und her und Familie. Ihr wisst ja, wie es ist. An der Stelle noch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuschauer. Wir haben jetzt ja über die letzten paar Tage ziemlich zugelegt. Schön, dass ihr da seid. Herrlich, dass ihr hierher gefunden habt. Ja, hier sind wir mit Spaß bei der Sache. Wobei das ja eher ein Podcast war. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich es sogar als Podcast ablegen. Das ist dann sogar wieder ein CSGO-Podcast. Das nächste sollte eigentlich wieder ein Real-Life-Podcast werden, aber naja.
CSGO ist jetzt halt gerade wieder im Fokus und da muss ich schon so ein bisschen reinbuttern. Ich meine, immerhin ist es das Spiel, mit dem ich eigentlich auf die Größe gekommen bin, auf der ich jetzt bin. Und da ich weiß, dass ein Großteil meiner Zuschauerlein, ja, ich weiß, dass ihr eher CSGO-Zuschauer seid und auch Spieler seid, werde ich mich natürlich jetzt schon verstärkt damit beschäftigen und euch da auf dem Laufenden halten. Vielen Dank fürs Zusehen, haut ordentlich rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, regt euch nicht so sehr auf über das Update. Ciao, ciao!